Ja, hi, willkommen zu einer weiteren Folge von FTP Pyramid Reborn. Und bevor wir mit dem versprochenen Mark Crucible und anderem Zeug anfangen, müssen wir noch was anderes machen. Und zwar Coke Breaks. Weil wir müssen auch irgendwann Immersive Engineering machen und da brauchen wir jede Menge Treated Wood und da, die bekommen wir aus Pull Quests. Brauchen wir Bricks, Clay und Sandstone. Sandstein, ich habe Sandstein, ich habe Clay und ich habe Clay. Und Coke Brick. Ups. Das. 30 Stück braucht man nicht, aber egal. Dann machen wir mal hier ganz in die Ecke. Nicht vergessen auszuleuchten. Und ich glaube, es ist ein hohler Coke Furnace. Und wir brauchen noch den Engineer's Hammer. Den hier. Wenn ihr euch übrigens. Wo ist der denn der andere? Es gibt auch noch so einen komischen Hammer von Industrial Foregoing eigentlich. Wenn ihr euch den craftet, da könnt ihr euch die Größen anzeigen lassen von den verschiedenen Geräten. Schauen wir uns gleich mal an. Ein String. Haben wir hier einen String? Na ja, gut. Und dann Eisen. Okay. Den brauchen wir und Hammer. Und Industrial Foregoing hatte auch eigentlich immer einen Hammer früher. Aber jetzt nicht mehr. Okay. Naja, gut. Also mit dem Hammer konnte man sich früher mal die Größe anzeigen lassen. Jetzt wird er ja auch eigentlich im Tooltip gesagt. Anscheinend muss er doch voll sein. In die Mitte und dann muss da Kohle rein. Und die sind zu viel. So, und dann macht er hier einmal Coke und zum anderen macht er dann dieses Zeug, was wir brauchen. Den packen wir mal da rein. So. Mineral Berries. Ja. Ich hatte ja gesagt, für das Drying Basin, das Mechanical, da braucht man ja diese Batterien und da braucht man die Crystallized Mineral Chunk und den Crystallized Mineral und den bekommt man halt im Drying Basin. Ne? Also, und das Mineral Resin bekommt man in diesem Squeezer. Wir bauen den mal, obwohl wir den gar nicht brauchen. Ja, nur damit ich euch zeigen kann, wie der funktioniert. Zwei davon. Ein paar davon. Block davon. Habe ich jetzt alles? Oder habe ich irgendwas vergessen? Der Squeezer. Plex. Und da können wir direkt mal ein bisschen Wood mitnehmen. So. Squeezing like a boss. So, dann habt ihr das Ding hier. Und braucht dann noch einen Tank, glaube ich. Und hier unten seht ihr diese Ausgänge drin und da kommt nachher dann
Tue ich das Zeug raus. Dann könnte das Mandelwood da reinklicken mit der rechten Maustaste und dann müsst ihr hier oben drauf rumspringen. Und dann habt ihr gesehen, da kommt das. Da kommt dann das. Na, wobei, wir könnten auch einen Button nehmen. Ich finde die Leute so toll, die das mit dem Dings machen. Und im Rettungssignal kriegt ihr wieder, dann könnt ihr wieder reinknallen. Und wieder hup, 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 hup. Na, schön mittig, also sonst klappt es nicht. Und wenn ihr dann fertig seid, wieder Dock und so weiter. No? Gut. Ihr bekommt aber halt auch diese Crystallized Mineral Chunks, wenn er die Bäume fällt. Und deswegen gucken wir mal. Wir brauchen ein Drying Basin, da brauchen wir das Wood, irgendwas Schwarzes und zwei Iron. Wood haben wir, zwei Iron haben wir auch und irgendwas Schwarzes haben wir auch. Ich finde hinten das cool. Futsch! Die werden da so richtig reingesogen. Wie so ein Staubsauger. Sieht cool aus. Naja, weiter damit. Also zwei Basin. Zack. Und Mechanical Dry Basin. Obsidian zwei Stück und die Energiebatterien zwei Stück. Also wollen wir vier Stück davon. 1, 2, 3, 4. Ein Redstone-Block, also zwei Redstone-Blöcke. Und dann gucken wir mal. Zwei Batterien. Oh, eine Mechanical Drywesen. Ja. Den brauchen wir theoretisch nicht mehr. Den auch nicht. Und den auch nicht. Und das Ding braucht RF. Okay. Meine ganze RF-Straße ist da voll davon. Fangen wir hier an. Machen wir einfach hier weiter. Hier. Ich habe jetzt aber auch nicht mehr viele von diesen Dingen, oder? Ne? Noch sieben. Wir nehmen das von hier aus, weil da ist immer noch sehr wenig zu tun. Die sind meistens aus hier hinten. Die brauchen nicht so viel. Die könnte man auch noch mit Speed-Dingern vollpacken. Also, wir wollten ja in Richtung Nether Brick. Oh. Nether Brick. Netherrack und Netherrack, Magma Block, ist Lava. Da ist übrigens auch noch eine Sache, die man beachten sollte. Und zwar. Da haben wir schon den Magma Block. Und da haben wir den Netherrack. Und zwar, ich bin der Meinung, Netherrack kann man verdoppeln. Genau, kann man. So, Silber war schon voll.
Ja, also, das können wir uns überlegen, wofür wir das Ding noch brauchen können. Weil im Endeffekt haben wir jetzt ja unlimitiertes Nether Bricks. Man kann Leder draus machen, braucht man nicht. Andere Setzlinge, Clay trocknen lassen, Terrakotta. Lava in Magma-Blöcke. Mineral Resin in Block of Crystal, das war, wir jetzt noch mehr brauchen. Und Liquid Cores in Block of Crystal. Brauchen wir also nicht. Aber wenn wir Magma Cream haben wollen, die bekommen wir aus Blaze Powder oder im Mechanical Squeezer mit einem Magma Block. Also die brauchen wir nochmal. Und hierfür brauchen wir jetzt noch viel mehr von diesen Dingern. Und dafür haben wir nicht genug Minerals. Machen wir denn später. No? Weil momentan brauchen wir ein bisschen Netherbricks. So. Obsidian war auch schon voll. Okay. Oh, passiert. Die Bricks sind fertig. Zwei Stück von haben wir die. So. Magma Crucible braucht Kupfergier, zwei davon, Redstone Electrum und Redstone. Redstone, ein Elektrum, ein Gold. Ein Machine Frame. Und Kupfergier. Das sind doch jede Menge. Na, falsch. Davon. 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 Aber Magma Crucible. Und jetzt brauchen wir noch einen Fluid Transposer. Der braucht zwei Kupfergier, ein Redstone Coil, ein Bucket und zwei Glas. Zwei Glas, einen roten Bucket, zwei Bronzegears, Machine Frame. Ja, genau. So, Strom, Strom, Strom. Okay, den haben wir und als nächstes kommt dann der hier und wir sollten mal vielleicht gucken, ob wir auch keine Spawnstellen haben. Machen das altbewährte direkt nebeneinander setzen von den beiden Dingern. Kommen wir hier um die Ecke oder laufen wir außen rum? Ja, wir laufen, glaube ich, außen rum. So, erstmal in die Mitte klicken zum Shift in die Mitte klicken zum Disable. Shift in die Mitte klicken zum Disable. Der Magma Crucible schmilzt das und gibt es nach links. Nach links raus und der. Andersrum. Irgendwie. Da raus. Hier und da nach oben. Auto Input, Auto Output.
Wobei vielleicht nicht nach oben, sondern vielleicht. Nach rechts. Na, hallo. Nach rechts rüber. Weil wir von oben noch reinziehen müssen. Und der zieht auch von oben rein und dann brauchen wir gucken, Kisten oder so. Mal schauen. So. Wir brauchten den Magma Crucible, um Prothium irgendwas machen zu können. Bios sind wir so nicht. Irgendwas mit P. Oh. Gucken wir einfach nach. Nein, nicht Magma Crucible, sondern der Fluid Transposer war das. Der Fluid Transposer hat uns das gemacht und der Magma Crucible hat uns die Sachen geliefert. Och, Mensch. Wie heißt das Zeug? Petritium irgendwie. So. Protium Dust. Basalzpowder. Basalzpowder könnte man im Fluttransposer machen, indem man pulverisiertes Obsidian hat und Redstone. Das kriegen wir hin. Ein Stack davon. Das ist ein bisschen mehr wie ein Stack, weiß ich auch. Davon hier sind momentan Silikon schon drin. Ein bisschen Redstone. Der Redstone kommt hier rein. Dann brauchen wir noch eine Kiste. Eine Kiste haben wir. So. Und das kommt dann hier rein. Und wenn genug da ist, dann fängt er an, das zu machen. Und dann können wir dieses Basalzzeug, Basalzpowder. Dann brauchen wir noch mehr Obsidian und Clay und Dings. So, Clay haben wir genug. Obsidian machen wir nochmal einen Stack. Sieht es eigentlich hier aus? Ist der durch? Ja. Ich hatte noch ein bisschen Handglanz gemacht. Ja, und damit sind wir auf dem Weg, dieses komische Petro für Dingsbums zu bauen. Ne? Jetzt brauchen wir vielleicht zwei Iron Chests. Die haben. Wir haben sie, Iron Chests. Machen wir mal. Weil die kann man sich schon oben drauf setzen. Einmal da, einmal da. Redstone. Und dann den Obsidian. So.
Das arbeitet vor sich hin. Das Plutothium, das kann man dann benutzen im Magma Crucible, um Tectonic Plutothium zu machen. Und ich bin der Meinung, das ist, was wir brauchen. Das brauchen wir gleich nochmal. Ne? Petroleum Input, weil das ist ja hier ein Tank. Also brauchen wir die flüssige Form. Muss ich nachher nochmal gucken, wie viel. Aber kein Problem. Wir brauchen aber noch ein paar Tanks, um das zu transportieren. Und in dem Falle sollten wir die hier nehmen, weil die können auf jeden Fall vom Fluid-Transposer befüllt werden. Ein bisschen davon. Jetzt machen wir Glas und Kupfer. Und weg mit dem Rest. So. Da haben wir schon mal 15, ne? Ja. Das ist jetzt mal wieder eine typische Warterei. Das kennen wir ja, ne? Und, ja. Das lassen wir mal. Den einen Tank hier habe ich für den hier gebaut. Weil der halt auch recht voll wird immer. Und packen wir mal so lang dahin. Kann man auch rauspumpen, ehrlich gesagt. Oh, egal. Weil dafür brauchen wir ja auch sehr viel. So, damit haben wir das eigentlich ja schon wieder alles gemacht. Das war wieder recht schnell, finde ich. Wie gesagt, ich brauche hiervon noch Zeug. Falls wir mal wirklich... Ich bin der Meinung, für irgendwas brauchen wir... Für irgendwas brauchen wir die Magma Cream, beziehungsweise das Blaze Powder, die Blaze Swords, weil aus Magma Green kann man wiederum Blaze Powder und Blaze Swords herstellen. Aber ich kann mich nicht erinnern, wofür, bei welchem Rezept im Augenblick. Egal. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir dann die Garden Closures von Immersive Engineering. Close mit C. Die Garden Closure. Da brauchen wir Treated Wood übrigens für. I Mechanical Components, das ist nicht das Problem. Und die Vakuum-Tube, und die muss man auf dem Engineer's Workbench erstellen. Und dafür braucht man auch wieder Treated Planks. Deswegen brauchen wir das Koch-Ding. Ja, und danach müssen wir mal schauen. Pneumatic Craft steht auf dem Programm noch. Botania steht noch im Programm. Und so, wir schauen mal. Ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lass ich jetzt nicht hier warten, bis das alles fertig ist. Und wir lösen das einfach beim nächsten Mal ein. Und bis dahin. Ciao.